Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Engineers hier bei Minecraft TV. Heute nur zusammen mit dem Ice Dragon. Hallo, lieber Heiko. Hallo. Ja. Ja, heute nur mit mir und Heiko, genau. Bio ist verhindert. Heute Abend kommt ja, also wenn ihr diese Folge seht, ist das natürlich schon vorbei. Aber zum Aufnahmezeitpunkt kommt heute Abend noch der 24-Stunden-Livestream und der Bio ist zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, gar nicht zu Hause, das Arbeiten. Und ja. Klappt halt nicht immer. Leider nicht. Wäre schön, wenn es immer klappen würde, aber bin es ist halt gespannt, nicht wie wir das beim LS machen wollen. Oh ja, das wird bestimmt spannend. So. Wenn wir das hier schon kaum schaffen. Ja. So, Werkzeuge. Oh gut, Hammer war kaputt. Axt. Wo habe ich die da? Ja, ich erzähle euch auch nochmal, ich habe die Frechheit genommen, jetzt einfach mal im Offscreen meine Werkzeuge zu reparieren. Das kann jetzt nur ich machen, die anderen können das ja gar nicht machen, weil Offscreen ja keinen Zugriff drauf haben, es sei denn, ich spiele es auch gerade. Ja. Aber das Auto ist auch nicht so tragisch. Nö. Ich meine, bei Stahlwerkzeug. Achso, Heiko, ich werde doch noch die weitere Forschung machen müssen, was die Mühle angeht. Weshalb? Weil ich habe mir einen Mahlstein für meinen Mühlenblock gemacht und sie funktioniert aber nicht. Okay. Ich glaube, sie funktioniert dann technisch erst, wenn du auch die Forschung gemacht hast dafür. Du kannst sie zwar schon bauen, aber sie funktioniert nicht. Okay, interessant. Ja, finde ich auch ein bisschen blöd, ganz ehrlich. Weil jetzt soll ich nochmal komplett eine fiktive Mühle dahinstellen, oder was? Ich danach eh wieder abreiße. Und damit ich diesen einen Block noch technisch freigeschaltet kriege? Ja. Mehr ist gerade nicht. Einen größeren Sinn hat das gerade nicht. Nö. Ja. Aber schön, wie er vom Turm aus oben alles beobachten kann. Kannst du mich auch beobachten vom Turm aus? Wir können eine Brücke von Turm zu Turm spannen bei uns. Passt. Aber wäre echt ein bisschen weit, ne? Ja. Also ich hatte ja angedeutet dem Heiken gegenüber mal, dass man mal so überlegen könnte, mal versuchen eine Brücke zu bauen, beziehungsweise auch eine Hängebrücke. Mhm. Ganz viele Seile und so. Aber ja, muss man mal schauen. Ja. Jetzt könnte ich natürlich theoretisch meinen Bergfried bauen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mir meinen Bauplan komplett aus dem Kreativmodus jetzt abgemalt, sage ich mal. Weil ganz ehrlich, jede Feinheit hat man doch nicht im Kopf, jede Feinheit. Weißt du? Nee, hat man nicht. Wie man das so gebaut hat. Aber das sind 9x9 auf insgesamt 5 Ebenen, glaube ich. Also das hat man nicht im Kopf. Grob ja, aber jetzt nicht die Details. Ne. Das kannst du gar nicht merken. Das ist viel ich meine, gut. Ja, genau. Ich meine, gut, jetzt den, meinen Altar, Quatsch, mein Altar, meinen Thronbereich, ja, den habe ich jetzt nicht aufgezeichnet direkt, den habe ich nur markiert, wo der hinkommt, in welche Ecke, aber ich weiß auch, wo der hinkommt. Aber wie der aufgebaut ist, das ist an sich relativ einfach gehalten, aber. Ja, so. Hat was. Also ich könnte jetzt theoretisch anfangen, auch wirklich meinen Bergfried zu bauen. Allerdings hätte ich, glaube ich, gerne erstmal... Bin ich froh, dass ich mit so vielen großen, runden Ecken gearbeitet habe. Die haben nämlich wahnsinnig viele Steine drin. 43 hat einer. Ja, naja, so viel ist das nicht. Kannst du nicht mal zwei komplette Blöcke mitbauen. Ja, aber mit dem, was ich nur alles habe, habe ich jetzt über 300 Steine. Ich hatte eben noch irgendwas mit 800. Werden aber auch schnell wieder weg sein. Die 800. Ja. Ich bin noch fleißig am Erde aufschütten hier. Immer noch. Der ist weg. Hatte sogar schon überlegt, ob ich nicht mal offscreen ein bisschen Erde aufschütte, aber. Ja, bei dir sieht man sowieso nicht, also. Ja. Und außerdem ist es ja nur, das ist ja größtenteils, obwohl, nee, das ist ja hier wirklich eine Freifläche, weil, sagen wir, was jetzt irgendwo da drunter ist, spielt dann auch mal keine Rolle mehr, weißt du, aber. Oh, Inventar ist voll. Braucht man hier einen Hilfsblock, damit ich nicht abstürze? Ja, wie komme ich denn jetzt hier weg? Hier hinten wir rum wahrscheinlich, ja. So. Mich nicht abstürzen. Abstürzen ist immer so ungesund, weißt du. Boah, ja, ich werde gerade auch was abgestürzt hier auf meinem. Ja. So, ich muss wieder unten zu meinem Haus.
Oder zu meinem Bergfried. Der immer noch. Nein. Ah, verdammt. Iceman fell to their doom. Da bin ich dann doch gefallen, weggerutscht. Ich würde ja. Ich würde echt jetzt langsam mal gerne auf der Bahn treffen. Ja, aber ich glaube, da muss man echt vielleicht wirklich mal diese Schatzkarten mal verfolgen. Bis hierhin bin ich geflogen? Meine Fresse. Ja, der Sack kann ja auch alleine noch weiterrollen, ne? Ne, das war die Leiche wirklich. Oh. Mein ganzes Essen, ich habe ganz viel Essen hergestellt auch. Ja. Definitiv den Berg hier runter. So. Jetzt muss dieser rote Rand hier um mein Fenster, um meinen Bildschirm erstmal wieder verschwinden? Ja. So, wieder mal runtergefallen und wieder hoch war latschen. Ich was? Du bist verwundet. Nein, wirklich? Könnte mir mal Bandagen herstellen, wäre auch eine Idee, wa? Könntest du ja. Kannst aber sein lassen, der heilt sich ja auch so mit der Zeit. Ja. Ich weiß gar nicht, was Bandagen eigentlich wirklich bewirken. Ich glaube, damit kannst du dich wirklich heilen, einfach direkt. Wenn du verwundet bist. Weißt du? Der heilt sich zwar so auch ganz langsam, aber damit kannst du dich wahrscheinlich schneller heilen. Ich glaube, ich habe gerade ein anderes Problem. Habe ich gerade in meinem Bergfried verloren? Was hast du verloren? Ich glaube, ich habe meinen Bergfried verloren. Verloren in Form von du findest ihn nicht wieder, oder? Ja, warte mal. Map. Hast du da noch kein Bett platziert? Doch. Der Nachteil, wenn er so mitten im Wald ist, ne, ihn wiederzufinden, ist der nicht direkt, wenn du vom direkt von der Mine da am Berg da, wo du deinen Stein oder Kupfer da abbaust, direkt wieder reinläufst in Richtung. Ja, dann bin ich auch reingelaufen, bloß dann bin ich irgendwie zu weit weg. Ich hab hier ein bisschen was vergessen zu markieren in meinem bisher gebauten. So. Wow. Ja, wow. Ich bin über einen Block reingesprungen, im Turm gelandet, wo noch natürlich auch kein Block drin sitzt. Okay. So. So, ist der fertig? So. Ja, da hinten baut sich's gerade ein bisschen schwierig. Da kann man halt relativ leicht runterfallen. Was ich hier gerade baue, die Ecke. Also wenn du es gleich wieder hörst, wenn du gleich wieder da steht, dass ich über meinen Tod gefallen bin, dann ja. Weißt du Bescheid. Ja. Hier ist echt gerade gefährlich, die Ecke hier. Muss einfach mal. Warum will ich überhaupt dahin eigentlich? Das ist eine gute Frage, warum ich überhaupt dahin will. So, aber ich muss gerade mal den Boden hier komplett vom Bergfried ausbauen. Da habe ich wenigstens mal eine Steinplatte, auf der ich auch laufen kann. Okay. Im Bergfried, ne? So. Schön mit Rampe davor. Um den Höhenunterschied auszugleichen. Ja. Ich lebe hier sehr gefährlich gerade. Okay. So. Ich denke, ich werde den Teil, der glaube ich nach außen zur Mauer gehört, werde ich auch aus vollen Blöcken machen. Und den Rest aus Wänden. Weil ich habe mir für meine Wand habe ich mir was anderes überlegt. Okay. So. Wie baue ich weiter? Ist jetzt die große Frage. Ich glaube, ich baue einfach mal einen Turm. Der bleibt erstmal dran. Turm. Ich möchte Wände haben. Und zwar die einzelnen am besten. Der Steinwand und lange Wand, nee, brauche ich nicht. Obwohl vielleicht.
Viel später. Steinmund habe ich. Ich möchte aber nur die mit Fenster und so haben. Wo ist denn die? Verschollen. Wand mit Fenster an. Und den raus, dann haben wir eine Wand mit Tür rein. So. So. Ja, ich arbeite gerade daran, hier wie gesagt meine eine Außenwand hier so ein bisschen wieder zu bearbeiten. Ja, und ich daran, mir hier ein Haus hinzustellen, quasi. Wie mache ich denn da? Da könnte ich eine große Runde machen mit. Oh ja, das sieht gut aus. So, Tür raus. Große Runde Wand mit Eingang. Gott, ist das gefährlich hier, ey, wo ich bin. Gott. So. Wieso kann ich da jetzt nicht platzieren? Das weiß ich. Können wir daran liegen, dass noch kein Block drin sitzt. Eine Sekunde, muss ich eben einmal telefonieren. Ja, dann telefoniere. So, ja, der Heiko ist am Telefonieren, das heißt, ihr müsst es mit mir erstmal vorlieb nehmen, so lange. Ich denke, das ist auch kein Problem. So, wir haben die Mauer wieder so ein bisschen erweitert. Daran arbeiten wir ja hier gerade. Oh, okay. Der da. Okay. Dann einmal den da rausnehmen nochmal, den Block nochmal rein. Dann einmal da, so. Deswegen, ich bin froh, wenn ich hier oben erstmal eine sichere Ecke zum Rumlaufen habe, wo ich rumlaufen kann, ohne Gefahr zu laufen, abzustürzen. Ja, sowas ist viel wert. Ja. Glaubt man nicht, ist aber so. Nicht genug Baumaterial. Ich habe zu wenig kleine Steine. Meine Steine sind schon wieder alle. Das gibt's da nicht. Ich verstehe nicht, warum die große Runde Wand hier gerade so Probleme macht. Zickt sie rum, ja. Hier kann ich sie hinstellen. Warum noch nicht? Ach, ich weiß warum. Warum? Weil ich dann, weil er den Block den Dings versperrt. Schade. Ist auch ein Block zu wenig hier. Kann ich da übrigens normalen hinstellen? Packe ich da eine normale Wand, runde Wand hin, runde Tür. So. Rund. Da kommt die da halt rein. Ist da halt so. Ja, ich brauche wieder Stein. Mein ganzes Stein ist schon wieder aufgebraucht. Ist unglaublich. Habe da zwischenzeit zwei Pickäxte, damit ich hier in Ruhe machen kann. Werde jetzt erstmal im Bereich des Torhauses hauptsächlich Stein wegschlagen, weil hier muss auch eine ganze Menge Stein. Oh Gott, hier muss echt viel Stein weg. Scheiße, ist das hoch. Wenn ich nur sehe, wie hoch der Berg ist, den ich wegprügeln muss. Ja, viel Spaß, ne? Fuck. Das ist bestimmt mindestens so hoch wie das Torhaus. Das ist heftig. Die ich hier weghämmern muss. Na gut, egal. Ich brauche ja eh noch einen Haufen Stein. Man muss das immer positiv sehen, ne? Ja. Ja, Stein brauche ich ja sowieso, deswegen. Also Fundament ist gelegt und der Turm hat seine erste Wand bekommen, quasi. Ich werde jetzt jede Wand identisch bauen. Erstmal. Ich habe wirklich hier ganz genau auf kariertem Papier mir jetzt aufgezeichnet, wie die einzelnen Gebäude,
bisher zumindest fertig geplant sind, im Kreativ gebaut werden. Ich denke, sowas wie ein Lagerhaus, das mache ich denn. Ist natürlich blöd, dass jetzt genau da durch eine Grenze geht, ne? Eine Gebietsgrenze. Ja. Ja, ich habe auch versucht, es genau so zu platzieren, dass es genau am Rande, also es genau am Rand eines Gebiets angefangen habe, aber ich werde vielleicht auch zwei Claims brauchen, also weil es hier auf dem Berg nicht anders machbar ist, einfach. Aber ich tue jetzt nicht den ganzen Berg hier umsetzen, nur damit ich innerhalb eines Claims sitze. Ich bewege schon den halben Berg, glaube ich. Also gefühlt bewege ich schon den halben Berg dann. Okay. Ist halt bloß ein bisschen blöd beim Platzieren, ne? Du siehst halt nicht genau, wo du was platzierst, teilweise. Ja, die stört da ein bisschen, ne? Die Ansicht. Ja. Ja, das so anzeigt, die weiße Wand, da hatte ich eben auch das Problem. Okay, merken, ich brauche für jeden Turm eine andere Tür. Wieso? Wieso? Also, weil. Warte, oh Mann, ich habe da hinten die falsche eingebaut, weil der eine hat, soll die Tür rechts, der andere links haben. Okay. Ach so. Ja, sowas kenne ich auch. Weil soll er halt eigentlich genau symmetrisch aussehen. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich beim einen die Tür vergessen habe. Ich da eine ohne Tür genommen habe, der Wand. Aber ja. Warte, wenn ich schon wieder sehe, wie viele Erde ich schon wieder hier kassiere jetzt beim Abbauen. Aber auch die brauche ich noch. Also, vielleicht nicht alles, aber ein Teil bestimmt noch. Ich werde mir auch irgendwo hier oben neue Felder anlegen. Weil ich laufe nicht jedes Mal da runter, um irgendwas Wie anzubauen sieht dann. denn die Tür anders aus? Gibt es mehr verschiedene Türen oder was? Sieben. Wie sieht was aus? Runde Tür links, Eingang links, Runde Eingang in Runde Wand Tür rechts. Die Türen sehen von außen irgendwie anders unterschiedlich aus. Okay. Ja, weil genau die Tür spiegelverkehrt ist, wow. Na, siehst du. Aber muss ich jetzt mit leben? Ja. Dann machen wir hier oben mal eben einen rein, einen Block. Oder hinten kommt ein Block rein. So, haben wir schon wieder ein bisschen Stein? Ja, und auch ein bisschen Erde. Haben wir auch wieder. Weil ich so wenig Erde habe. Obwohl hier oben habe ich gar nicht mehr so viel. Like. Weiß, ich hatte hier oben irgendwas auch schon mit 700 Erde oder so gehabt, ne? Ja. In der Kiste ist aktuell noch 100 drin, also. Alles klar. So. Ja, das geht ganz schnell wieder weg hier. Wenn man auffüllt. Gut, das habe ich. Dann brauche ich wieder Stein. Boah. Ich muss irgendwie echt mir hier so einen Lagerbestand machen. Irgendwie so einen Platz haben, wo ich alles dauerhaft lagern kann. Ja, nennt man Lagerhaus. Ja. Aber. Ja, dann bau dir eins. Ja, aber ich möchte erst den Backflip fertig haben. Obwohl, ich könnte mir ja so ein Lagerhaus einfach hier hinsetzen. Aus Holz dann, aber weil Holz habe ich sowieso en masse. Ja, könnte ich so tun. So ein schönes Fachwerkhaus als Lager. Ja, ich werde beim Lagerhaus auch nicht aus Stein bauen, das mache ich nur aus Holz. Holzwände, dann ist das gut. Holz, 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 Holz. Aber ich nehme nicht das Fachwerk, ich glaube, ich nehme das nochmal, diese Bretterholz, das finde ich irgendwie schöner. Ne, ich finde Fachwerk geiler. Balken und Planken auch ohne Ende, ey, habe ich auch ein Lager voll von. Na, das ist halt diese Geschmackssache dann halt, ne? Das ist der eine Ja. mag das lieber so, der andere lieber so. Ja, wäre auch blöd, wenn alle die gleiche Geschmack hätten, dann wäre sie buckelig aus. Auch ein bisschen Ja. bescheuert. Also, ja, gut, die Jeder Kiste macht war da eigentlich voll. ein bisschen anders, Ich muss genau. gerade gucken, dass ich ein bisschen mein Inventar leere. So, das kann weg. Das geht einfach. Das geht ganz einfach. Springen einfach von dem Berg runter. Dann ist dein Inventar schlagartig leer. Ja, soll es aber auch nicht sein. So, 100 Erde habe ich im Inventar. Die kommt unten rein. Da habe ich nochmal zwei Erde. Oh, okay. Mal eben kurz was essen. Habe ich irgendwie noch eine kleine Kiste in meinem Inventar? Keine Ahnung. Bau dir eine. Ich weiß, müsste ich dann machen.
Die aber kleine Kiste brauchst du aber aus Planken. 10 Planken, glaube ich. Die kleine. Ich glaube, ich werde im Bergfried mal. Ne, die Schmiede bekommt auch noch ein extra Haus. Die Schmiede mit Ofen und Kellen und Guck. Ja, für den ganzen Kram muss ich mir noch was einfallen lassen. Da habe ich auch noch nichts für geplant. Boah, dann setze ich irgendwo an die Außenmauer ran, so eine Art Zusatzgebäude und dann ist gut, ja. Ja. Mach ich auch nicht anders. So, wie viele Blöcke sind denn jetzt hier geworden? Okay, ja, die Folge ist aber leider auch schon längst vorbei. Hat sich jetzt so ergeben, ne, weil du jetzt telefoniert hattest, Gott. Ja, gut, aber die Folge ist damit vorbei und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like und auch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle morgen zur nächsten Folge wieder. Und bis dann sagen wir tschau, tschüss und bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.